Hallo zusammen, willkommen zu unseren wöchentlichen Videos zur Schädlingsbekämpfung. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr eine gezielte Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Insekten durchführen könnt. Denn das große Problem ist oft, dass man gar nicht so genau weiß, welcher Käfer zum Beispiel das Heim heimgesucht hat. So gibt es zum Beispiel bei Käfern, die häufig in Haushalten vorkommen, viele Arten, die anders bekämpft werden müssen. Da gibt es zum Beispiel Teppichkäfer, Brotkäfer, Pelzkäfer, Speckkäfer, Reismehlkäfer oder den Tabakkäfer. So ist es schon oft dazu gekommen, dass man viel Geld ausgibt, um die Schädlinge zu bekämpfen, und es hilft einfach nichts, da man einfach die falsche Art bekämpft. Damit euch das nicht so ergeht, haben wir hier ein paar Tipps. Erstmal sind die Käfer meist gar nicht so das große Problem, sondern eher die Larven. Und die können ganz einfach durch einen einzigen Käfer in die Wohnung gebracht werden. Steht das Fenster also mal offen und der Käfer fliegt rein, sucht er meist einen Ablageplatz für die Eier. So legt er sie dann in kleine Ritzen oder Spalten und sobald die Larven geschlüpft sind, fangen sie auch schon an zu fressen. Und immer fällt mal ein Haar oder eine Hautschuppe ab und darauf stehen die Käferlarven besonders. Wenn das nicht reichen sollte, dann gehen sie auch gerne an andere Sachen ran, wie zum Beispiel Filz oder Wolle. Daher auch der Name Teppichkäfer. Wenn ihr euer Heim also nicht mit den Schädlingen teilen wollt, ist es wichtig zu wissen, welche Art von Schädlingen ihr habt. Wie gesagt, ist das gerade bei Käfern nicht leicht herauszufinden. Ihr könnt euch natürlich ein Fachbuch holen, die Käfer einfangen, unter das Mikroskop legen und schauen, welcher Käfer es sein könnte. Doch gerade bei Larven ist das nicht leicht. Wir wollten hier auch ein paar Käfer beschreiben, aber da das so enorm viele sind, die sich manchmal nur leicht unterscheiden, würde das Video so lang werden, dass es selbst YouTube als Spielfilm deklarieren würde. Aber es gibt natürlich Hilfe, und zwar die Insektenbestimmung, die ihr manchmal von eurem Schädlingsbekämpfer vor Ort machen lassen könnt. Oder ihr könnt den Käfer in die Zoologische Staatssammlung München schicken oder auch selber hinbringen. Auch bei uns im Shop habt ihr die Möglichkeiten, die Insekten bestimmen zu lassen. Und wie das genau jetzt geht, erklären wir euch jetzt kurz. Als allererstes müsst ihr natürlich die Insektenbestimmung bei uns im Shop kaufen. Um die Insektenbestimmung bei uns durchführen zu lassen, benötigst du ein verschließbares Gefäß, wo das Insekt nicht mehr raus kann. Da eignen sich zum Beispiel so kleine Plastikschalen oder auch eine Überraschungseidose. Da rein das Insekt oder die Insekten geben und fest verschließen. Hier gilt zu beachten, dass bei Bettwanzenverdacht wichtig ist, dass das Ganze nochmal durchgefroren wird. Also erstmal für eine Nacht ins Tiefkühlfach. Es ist egal, ob es sich um einen ausgewachsenen Käfer oder um eine Larve handelt. Sollten es aber zwei unterschiedliche Larven oder Käfer sein, oder auch eine Larve und ein Käfer, dann bestimmen wir auch automatisch beide. Daher kann es zu höheren Kosten kommen. Damit seid ihr dann aber auf der sicheren Seite und wisst genau, welche Schädlingsbekämpfungsprodukte ihr einsetzen müsst. Dann solltet ihr uns auch noch zusätzlich eine Notiz beilegen, wann und wo ihr die Insekten gesehen habt. Also zum Beispiel abends im Kühlschrank oder ganztägig im Schlafzimmer auf dem Teppich. Das Ganze dann in einem Paket oder Umschlag an die angegebene Adresse senden. Deine Adresse, Rückrufnummer und E-Mail-Adresse ist natürlich auch wichtig. Daher diese bitte unbedingt mit angeben. Nach etwa einer Woche teilen wir dir das Ergebnis mit und du erhältst zusätzliche Tipps, wie du die Insekten am besten bekämpfen solltest. So, das war's dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder halt noch besser ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und wünsche euch alles Gute.